Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Figuren-Review, zu einem Close-Up, wie auch immer man das nennen will. Heute geht es um Raven, und zwar aus der DC Comics Designer Series von Terry Dodson. Der hat die Raven, ist ja ein Teen Titan, bin ich der Meinung, auf jeden Fall. Und hinten sieht man auch schon, man sieht Cyborg, Starfire, Raven und Beast Boy. Auf dem Drehteller ist das ein bisschen doof. Hier sieht man eine, was ist das, ein Workart, ne? Ist auch ganz nett. Von Earth One ist sie. Steht da noch daneben. Also es scheint auf jeden Fall eine New 52-Serie zu sein. Ich nehme sie mal kurz vom Drehteller runter, damit wir nochmal gucken können. Sie sieht ein bisschen orientalisch angehaucht aus. Ich weiß leider nicht genau. Ich kenne nur diese Trickfilmserie, habe ich ein paar Folgen von gesehen. Da sieht die Raven natürlich ein bisschen anders aus. Aber hier finde ich sie sehr schön gemacht. Das war ein Schnapper und den habe ich mir mitgenommen. Hier auch wieder die Löcher im Karton. Und ich sage, hier kann man mal. So, hier kann man auch mal gucken. Da haben wir den Cyborg, der sieht auch ganz anders aus als in der Serie. Die Starfire sieht auch ganz anders aus. Der Beast Boy, ne, der ist da als Wolf abgebildet. Der ist auch komplett anders. Es ist, die sind, glaube ich, alle drei von Terry Dodson, alle vier sind die von Terry Dodson designt worden. Und wie gesagt, wir haben hier die Raven. Und wir packen die mal aus und dann sage ich mal, bis gleich. So, meine Lieben, da sehen wir die Figur. Und ich muss sagen, die gefällt mir sehr schön. Die Ohrringe, man sieht es vielleicht, der hatte so einen kleinen Raben drauf auf dem Ohrring. Das Gesicht ist sehr schön gemacht. Die Farbe finde ich sehr schön vom Gesicht. Die Haare, die wehen so wirklich so, als wenn sie im Wind wehen würden. Das finde ich auch sehr schön. Auch der Umhang, als wenn er so, obwohl es gegensätzlich ist. Ne? Also der Umhang weht in die Richtung, die Haare wehen ein wenig in die Richtung. Scheinen wohl so wehen zu sein. Man weiß es nicht genau. Also so verschiedene Windböen. Ne? Dann haben wir ein normales Schultergelenk. Dann haben wir ein einfaches Ellbogengelenk und ein einfaches Handgelenk. Also man kann die Hand innen drehen. Dann haben wir ganz normale Hüftgelenke. Hier oben den Oberschenkel kann man halt eindrehen. Ein einfaches Kniegelenk. Und hier unten bei den Stiefeln, da kann man auch nochmal die Stiefel, also hier kann man die Stiefel innen drin drehen. Die hatte Cowboy-Stiefel. Ich weiß auch nicht warum. Wie gesagt, ich kenne die Raven nicht. Obwohl Erde 1 ist eigentlich die normale Raven. Aber ich bin mir ja nicht so hundertprozentig sicher. Die Cowboy-Stiefel sind sehr schön. Hat auch ein Loch für den Stand. Was ich auch sehr schön finde. Auch gerade bei diesen schmalen Füßen. Das ist immer sehr wichtig. Das vergessen sie manchmal. Also wie bei der Felicity Smoke zum Beispiel. Mit den hochhackigen Schuhen. Das geht ja gar nicht. Auch bei Harley Quinn-Figuren. Die trägt oft auch sehr spitze Schuhe und da denke ich mir auch mal so, oh Mann, warum ist da jetzt kein Fanstand halt so eine Vorrichtung drin, ne? Der Gürtel ist bewegbar, genau wie der Umhang. Der ist auch, also der liegt einfach auf ihren Schultern auf, der ist nicht fixiert. Vielleicht mit ein bisschen Geschick könnte man den abmachen, wenn man wollen würde. Aber mir gefällt es so, weil es sehr, also es ist sehr dynamisch, das Bild, muss ich sagen. Also es ist sehr, also es wirkt schon so, als wenn sie wirklich gerade irgendwo draußen steht und der Wind weht um sie herum und so. Finde ich sehr schön. Eine sehr gelungene Figur, Raven. Ich habe die jetzt auch nur spontan gekauft, weil sie günstig war. Es ist meistens immer kein Kaufkriterium, aber ich sag mal so, für einen DC-Sammler wie mich, sag ich mal, ich fand die hübsch und ansehnlich und deswegen kauft man sie dann auch. Und wenn die Schnapper ist, dann ist es Schnapper und dann ist ja auch kein Diskussionsbedarf. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo dalasst. Oder einen Kommentar da lasst, was euch nicht gefallen hat. Vielleicht wisst ihr genaueres über diese Raven. Ist es von einer anderen Erde? Oder Terry Dodson hat einfach nur die Teen Titans neu interpretiert. Das kann natürlich auch sein. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Da bin ich nicht so 100% drin. Wie dem auch sei. Wie gesagt, lasst mir ein Abo da. Das kostet euch nicht. Supportet mich ein bisschen. Ihr verpasst keine Videos mehr. Es gibt noch viel mehr Reviews. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Gern geschehen.